Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Die Wollgraswiese befindet sich auf der Deichalm in einem Naturschutzgebiet mit einem Moor. Der Zutritt ist verboten, genauso die Entnahme von Pflanzen. Und das ist gut so. Es ist eine bezaubernde Stimmung, wenn der Wind das Wollgras bewegt. Tausende Menschen sehen sich diese Wiese im Lauf des Jahres vom festen Moorlehrpfad aus an. Das bringt mich auf einen Gedanken. Die vom allmächtigen Schöpfer geschaffene Einrichtung des Sabbattags ist etwa 6000 Jahre alt und trotz eines laut hallenden Befehls eines universellen Souveräns, ihn zu bewahren, nicht hinter Schildern von der Naturschutzbehörde oder der Landesregierung, sondern im Herzen, wird diese göttliche Einrichtung nicht beachtet. Das göttliche Gebot lautet, ich lese es aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11 vor, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Diese Aufforderung finden wir noch einmal im 5. Buch Mose, im Kapitel 5. Dort sind es die Verse 12 bis 15. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen, wie du. Denn du sollst bedenken, dass auch du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Ihn heilig halten bedeutet doch für jeden Menschen, ihn abzusondern, ihn einem heiligen Zweck zu widmen oder ihn für einen heiligen Zweck zu weihen. Ein heiliger Zweck wäre, an diesem Tag, den 7. Tag, einen Gottesdienst zu erleben. Menschen sind sich einig, dass viele Bereiche der Naturlandschaften vollendet gestaltet sind. Niemand versucht, sie zu verbessern, zu verschönern oder sie nach ihrem Empfinden zu verändern. Ja, man schützt diese Landschaften. Man bewahrt, was geschaffen wurde, ohne Befehl von der Natur. Aber selbst mit einem direkten Gebot des Schöpfers und Erhalters des Lebens, das mit einer die Erde erschütternden Stimme mit 9 anderen Geboten gesprochen wurde, bewahren, schützen oder halten nur wenige, ja nur sehr wenige, diesen Tag. Der Sabbat, den der Schöpfer selbst eingesetzt hat und in seinem Wort nicht verändert noch aufgehoben hat, ist nicht einmal Streitpunkt. Er wird ignoriert. Die Schöpfung wird teilweise geschützt, aber der Tag, den der Schöpfer zum Gedenken an die Schöpfung und Erlösung eingesetzt hat, dieser Tag wird nicht beachtet. Schade. Gibt dir das nicht auch zu denken?